Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder zu Albion Online und ich bin ein bisschen knapp bei Kasse. Ergo werde ich versuchen, meine Kasse aufzufüllen. Und da habe ich mir gedacht, mache ich das doch hier unten in dem Dungeon. Unten rechts auf der Karte seht ihr ihn ganz oben, wo das End steht. Ich weiß nämlich nicht, ob meine Maus sichtbar ist für euch. Und jetzt muss ich mich erstmal hier durch das Lager prügeln, mehr oder weniger. Ich werde versuchen, das einigermaßen ohne viel Aufsehen zu schaffen hier. Und dabei vielleicht auf dem Rückweg ein bisschen Kastanienholz hier farmen, weil das brauche ich sowieso noch für meine Insel. Und ich sehe schon. Also klappt es ganz gut. Aber Glück gehabt gerade noch. So, habe ich gesilenced. Wunderbar. So klappt es ganz gut. Ob das im Dungeon immer noch so ist, weiß ich nicht. Na. Hallo. Heb auf diese Sachen, du. Und in der nächsten Episode werde ich wahrscheinlich versuchen, mal in den Gruppendungeon zu gehen. Also die sollen ja auch alleine lösbar sein. Ich bezweifle, dass ich das schaffe. Nichtsdestotrotz werden wir das probieren. So, Zinn brauche ich auch auf jeden Fall in rauen Massen für meine Insel. Die soll ja wachsen. Ich werde das nicht alles zeigen. Ich werde das nicht alles zeigen können. Vieles wird offline passieren. Also für euch. Nicht für mich. Gucken wir mal hier. Der wehrt sich nicht groß. Alles klar. Brauch dich nicht mal mein W benutzen. Das ist ein bisschen wenig Gold, ne? Ich hoffe ja. In der Höhle des Todes gibt's mehr. Ja, das ist echt gut, dass ich hier zweimal das Verstummen habe. Beziehungsweise zweimal abbrechen kann. Zur Not kann ich auch auf dieser ganzen Basis mit dem F einfach raussprinten, wenn ich keinen Bock mehr habe. Auf dem Rückweg mir das auch noch anzutun. Wo muss ich denn? Ja, hier bin ich ungefähr richtig. Ah, Mist, da habe ich den E verschlafen. Gibt es nicht. Und jetzt bin ich Meta hier ganz gut durch. Ich brauche eigentlich gar nicht mich heilen, großartig. Guck mal hier. Komm, wo ist das? Ende. So, boah, ich würde ja am liebsten alles einsammeln. Das war nichts mit deinen Scheißsprüchen, Junge. Wenn die Sprüche nicht funzen, ist Feierabend. Schieß doch mit deinem Flitzebogen, dann bringt dir gar nichts. Aus die Maus. Unbesiegbar. Ne, Moment, jetzt machen wir erstmal kurz ein kleines R-Päuschen. So, und dann müssten wir auch gleich die Höhle sehen. Hier ist so ein Heilfuzzi. Du heilst dich nicht. Das sag ich dir jetzt schon mal. Richtig. Wo ist die Höhle? Krieg ich den ge. Hey. Ja. Den konnte ich ziehen. Der ist halt tot. Nicht, dass er sonst überlebt hätte. Ja, das mit diesem Schild ist auch ganz gut. Was ich mittlerweile habe.
nicht haben. Machen wir nicht. Ist unfair. Der wird sich vielleicht nur wieder versuchen zu heilen. Wird dann feststellen, dass es nicht funktioniert. Oh. Weg. Wo ist die Höhle? Komm mal bei. Da ist sie. Sehr nice. Wir gehen hinein. Viel Spaß wünsche ich mir und euch. Also hier mehr oder weniger sage ich einfach mal die Levelanzeige. Er ist ein T3 Rohstoff. Ja, wie gesagt, das habe ich schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber ich würde mir halt so ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten wünschen mit dem ganzen Kram. Ansonsten ist das so, wie es sein soll. So, das ist mir jetzt zu wenig. Wir gehen auf den Heiler, natürlich. Heil dich doch. Der hat schon ordentlich was abgekriegt. Wasten wir einfach mal so ein W. So, jetzt haben wir hier schon nichts mehr in der Ecke. Diablo hätte ich natürlich jede Ecke genau durchsucht auf Loot, aber da das hier nicht der Fall ist. Ein bisschen langsam reagiert. Reicht. Bis jetzt nichts Hartes dabei, wa? Wenigstens nicht so überlaufen. Wenn man Pech hat, läuft man rein und alles ist platt. Da hat man von seinem Besuch nicht so viel. Ich will ja wenigstens ein bisschen was mitnehmen. Jetzt habe ich auch gar nicht darauf geachtet, wie viel Kohlen ich hatte, als ich rein bin. So, gehen wir hier rein. Ich bin dafür. Ich habe immer noch die Schnellheilung, das D. Ich mache das jetzt einfach mal. Zack. Nicht so viel bringt es, aber immerhin. Kein Problem. So, die Hälfte haben wir noch nicht. Aber schon über ein Drittel. Geh raus. Na, mit der Wegfindung. Ist immer noch so eine Sache. Das ist gut, wenn der Bogenschütze sich immer 2 Meter vor einem hinstellt. Da ist so einer. Den will ich haben. Oh, jetzt habe ich. War ich gierig, habe ich das W gedrückt. Oh, das ging sehr schnell. Ah, unterbrochen den Spell. Da muss ich immer ein bisschen drauf achten. Weil der Castle ziemlich fix. Oh. Da, 5400. Lecco mio. Aber genau das wollte ich ja. So, gucken wir mal. 71.000, 5400. 65, 64. Ja, ich sag mal 63, 64. Knapp über 60.000 vielleicht habe ich gehabt, als ich hier reingegangen bin. Schauen wir mal, wie viel es ist, wenn ich rausgehe.
den Brotmessern hier, die Diebe, die können eigentlich auch mal irgendwas machen, ne? Aber machen sie nicht. Ja, 60.000. Das ist ja schon, 270 ist ja schon eine Hausnummer. Zumindest. Wow. Zumindest bei der Frequenz und Anzahl der Typen, die ich wegschnetzle. Alle. Befürchtet, der ist einer von den Fiesen. Der läuft so. Muss einer sein. Und das freut mich. Und der Boss freut mich. Komm ran, Hugo. Ist es einer? Nein, ist nicht. Warum nicht? Ich freute mich umsonst. Schade. Es wird noch ein oder zwei Elite-Typen hier drin geben. Und dann noch den Boss. Ihr seht das immer, wie ich über die Gegenstände fahre, in der Hoffnung. Also ich muss hier jetzt nichts Großartiges auspacken. Die fallen quasi von selbst in mein Messer. Jetzt hier. Oh, der Angriff. Warum zaubert der andere? Hm. Ah, verklebt. Ich dämmer. Ich wollte es nicht. Ja, komm, den schaffen wir. Basel, beide. Der eine war zu spät, der andere zu früh. Mann, Mann, Mann. Ich gehe rechts rein, hier nochmal. Also, wenn ihr die Karte seht, da wo das E ist, ist ja noch ein Raum. Den werde ich mir definitiv angucken. Dann hoffe ich mal in der nächsten Folge. Ja, da ist einer. Der ist gut. Der ist gut drauf. Nächste Folge vielleicht mal den schwereren Dungeon. Und dann würde ich auch gerne mal hier oben was. Also, ihr seht das Schild an meinem Avatar. In Richtung PvP mal versuchen. Ich weiß, die spielen, die denken sich: Oh Gott, du willst jetzt schon PvP machen? Viel Spaß. Ja, ich werde es tatsächlich dann mal probieren. Das interessiert mich schon sehr, wie sich das denn hier verhält. Und ihr seht wahrscheinlich auch mein Ping unten rechts, 116, 117. Ob ich das denn überhaupt hier so schnalle und machen kann. Ich weiß nicht. Was? Durch die Wand schießt der auf mich. Der Rüpel. Gut, wir sind gleich durch. Da haben wir schon. Ja, naja, 18.000 haben wir schon bestimmt im Gepäck. Das war jetzt gar nicht so dumm, dass ich ein bisschen da zu dem. Die Reichweite des Knödels da begeben. Oh. Der da oben mit der weißen Base, das ist dann immer. Oh oh. Aua. Nein. Kein Schild. Da ist die Castzeit ziemlich gering. Und dafür ist das Schild echt nervig. Das kostet mich wirklich wertvolle Sekunden. Ja.
dich hat, der Vieh, dann geht er down. Das war sehr schnell. So. Nein, das Eva noch nicht bereit. Jetzt hat er sein Schild des Todes. Das war der Boss. 27.000 Lecco Mio. Yo. Ich habe gedacht, weil dann ist noch ein Raum. Das ist noch nicht der Endboss. Endboss in Klammern. Wir gucken mal. Aber man hat ja hier immer so ein bisschen Platz, damit man genau diesen Stein hat, wo man zurückporten kann. Ich finde das ist gar nicht so schlecht, wenn man da noch. War da nicht irgendwas? Wenn man da noch einen Gegner hätte. Naja. Yes! Wir wollen zurück nach Lily Lake. Okay, this is what? Nein, den Großstein wollen wir nicht. Scheiße. Gut! Das war ein Ausflug hier in den Dungeon. T3 Dungeon, wenn man so will. Nächstes Mal schnappe ich mir den etwas schwereren. In der Zwischenzeit farm ich noch ein bisschen die Rohstoffe, das erspare ich euch jetzt mal. Ich denke mal, in den späteren Folgen werden wir noch genug Farmerei sehen. Ich danke fürs Einschalten. Wer mehr Albion sehen will, kann gerne ein Abo dalassen. Ansonsten freue ich mich immer über Kommentare und Daumen nach oben. Und wenn ihr was Spezielles sehen wollt, schreibt einfach eure Wünsche auch unter das Video. Ich gucke mal, wie ich das so packe und versuche das zu berücksichtigen. Und bis zum nächsten Mal, sage ich. Bis dahin, mach's gut.